Ja, hallo Freunde, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal bei Knips TV. Heute schauen wir uns mal wieder einen knackigen Trailer an. Und zwar geht es heute um Halloween Kills. Ja, um den nunmehr 13. Halloween-Film. So habe ich es zumindest eben bei Google gelesen, bei meinen Recherchen dazu. Habe ich gar nicht so vor Augen gehabt, dass es da mittlerweile schon 13 Filme von gibt, von dieser Halloween-Serie. Wahnsinn, auf jeden Fall. Den letzten, den fand ich auch schon toll. Hat Spaß gemacht, mir anzugucken. Den letzten Teil. An die davor, die ganzen älteren Teile und was es da nicht alles gibt, kann ich mir so gut wie gar nicht mehr dran erinnern. Muss ich mir alles nochmal in Erinnerung rufen? Werde ich mir bestimmt die nächsten Wochen nochmal angucken. Irgendwie nochmal beschaffen die Filme und nochmal angucken. Ja, jetzt ist das Ganze ja wieder ein bisschen im Fokus, weil der Film, wir gehen mal rein hier. Gehen wir mal rein. Genau, denn Halloween Kills startet bei uns ab den 14. Oktober im Kino, glaube ich, läuft im Kino, ja klar, genau, 14. Oktober, FSK und Kinostart, genau, startet der nunmehr 13. Halloween-Film in den deutschen Kinos, ein Jahr nach dem geplanten Termin, der aufgrund der weltweit anhaltenden Corona-Pandemie verschoben wurde, ja, haben wir jetzt ja öfter erlebt, ne, dass Kinofilme verschoben worden sind, unter anderem auch Free Guy, den ich, auf den ich auch richtig Bock habe, den werde ich mir die Tage angucken, ja, 13 Teile gibt es da mittlerweile schon. Wie gesagt, ich habe die gar nicht mehr so in Erinnerung. Halloween Kills, ja, FSK 18, Horror, Thriller. Ich lese mal kurz einen kurzen, knackigen Text hier vor. Und zwar, Laurie Strode sowie ihre Tochter und Enkeltochter glauben, dass sie den Serienmörder Michael Myers endgültig getötet hätten, indem sie ihn in einem brennenden Gebäude einsperrten. Ja, das dachten sie schon öfter, ne? In den letzten Filmen. Da dachte man immer, der ist tot, der ist tot. Dann war auf einmal wieder da. So ist es ja öfter mal. Er konnte sich jedoch befreien und den Flammen entkommen, nur um nach Haddonfield zurückzukehren und dort sein blutiges Handwerk zu verrichten. Währenddessen formieren sich auf den Straßen der kleinen Stadt wütende Proteste gegen die Behörden, die nicht in der Lage sind, den Serienmörder aufzuhalten. Ja, das der kurze Text zu Halloween Kills. Können wir nochmal in die Besetzung reingucken. Ja. Natürlich Jamie Lee Curtis, wie immer, hier als Laurie Strode. Sehr geil. Dass die dann noch mitmacht. Die ist ja auch schon, ist ja auch schon ein bisschen reifer, sagen wir mal so, ne? Ja, sonst, ja, hier können wir nochmal sehen, ne? Ja, ein paar bekannte Gesichter dabei. Ja. Auch ein paar jüngere Kids. Das fand ich übrigens im letzten Teil richtig crazy, dass da auch ja, Kinder platt gemacht worden sind. Das fand ich Wahnsinn. Also das hätte ich nicht gedacht, dass man das in Horrorfilmen, also sowas sieht man ja eher selten in Horrorfilmen. Sonst geht es ja mal um Teenies oder Erwachsene, die dann da abgeschlachtet werden. Aber da waren wirklich auch Kinder, die dann da abgeschlachtet worden sind. Das fand ich schon, das war schon crazy, auf jeden Fall. Ja, Halloween Kills, genau. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein in den Trailer, sonst kann ich da nicht mehr viel zu sagen. DVD und Blu-ray-Release ist noch nicht bekannt gegeben, zumindest habe ich bei Amazon jetzt noch nichts dazu gefunden. Aber ich würde sagen, wir gehen mal rein hier. Halloween Kills, Trailer schon vor 2 Monaten ja, herausgekommen. Ich habe ihn noch gar nicht gesehen. Bin eben nur ja, so beim Stöbern darauf gekommen. Aber ich würde sagen, wir gehen mal rein. Let's go! Ja, lass es brennen, damit er endlich weg ist, Alter. Aber vor Michael Myers ist kein Halt. Ich kann dich nicht sehen. Nimm meine Hand los. Benson, nimm meine Hand. Er kommt immer wieder. Ja, das sieht schon mal sehr geil aus. Also ein richtiger Kampf schon direkt da vorne. Großmutter hatte recht. Es geht das wahrhaft Böse. Es ist vorbei. Er kann niemandem mehr was antun. Hat's Ihnen keiner gesagt? Was meinen Sie? Ist da jemand? Dass Michael Myers noch lebt. Bitte nicht. Natürlich lebt er noch. Er lebt immer. Hör auf, er hat dir ein Messer
verdammt! Du und Allison, ihr sollt nicht ewig auf der Flucht sein. Das Böse stirbt heute. Machen Sie die Tür auf! Ich kann nicht tatenlos zusehen, wie Unschuldige ihr Leben verlieren. Die Spur von Michaels Opfern führt in eine Richtung, zu Michaels Elternhaus. Was sollen wir machen? Uns wehren! Wir werden ihn jagen. Michael Myers ist aus Fleisch und Blut. Aber ein Mensch hätte dieses Feuer nicht überlebt. Je mehr er tötet, desto mehr verwandelt er sich. Lauft! Los, lauft! Er ist die Essenz des Bösen. Keiner kann ihn aufhalten. Komm und hol sie dir. Kann doch nicht so schwer sein. Auf dich, Michael. Ja, Freunde, das ist der Trailer zu Halloween Kills. Geil. Macht auf jeden Fall Bock auf mehr. Ich habe richtig Lust, den Film hier anzugucken. Ich werde aber wahrscheinlich vorher, wie gesagt, nochmal die anderen Teile, weiß nicht, ob alle, ich werde nochmal schauen, was es da alles für relevante Filme gibt, die man sich vorher angucken kann oder muss oder sollte. Dann werde ich mir die nochmal schön genüsslich reinpfeifen, um dann, mir ab dem 14. Oktober Halloween Kills im Kino anzuschauen. Solltet ihr auch tun. Sieht doch ganz knackig aus, wenn ihr, ja, Michael Myers Fans seid. Geil. Was wollte ich sagen? Genau, sonst war doch immer Halloween eher, dass Michael Myers so ein bisschen im... Sonst war das doch immer, dass Michael Myers eher immer so ein bisschen im Geheimen geschlachtet und gemordet hat, sodass immer nur so eine Familie davon betroffen war. Aber so wie es jetzt in dem Trailer aussah, ja, ist halt eine ganze, auf einmal eine ganze Stadt oder ein ganzes Dorf dahinter ihm her und versucht ihn da zur Strecke zu bringen. Das Ganze scheint nicht so einfach zu sein, wie wir jetzt gesehen haben. Keiner kann ihn irgendwie aufhalten. Es bleibt spannend. Was passiert in Halloween Kills? Schaffen sie es oder, ja, wird er am Ende wieder überleben? Endet das Ganze wieder mit einem Cliffhanger? Ist es ja oft so, ne? Wahrscheinlich wird das ganze Franchise immer noch weiter und weiter ausgeschlachtet, bis es, bis nichts mehr rauskommt, sozusagen. Das war's, die kurze und knackige Trailer-Reaction hier zu Halloween Kills. Ja, gebt doch einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, das kurze hier. Dürft mich auch gerne abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt, um kein weiteres Video von mir zu verpassen. Würde mich auch unterstützen und mir zeigen, dass ihr mehr von mir sehen wollt. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von dem Ganzen haltet, von dem Trailer. Und ob ihr Bock drauf habt, euch den anzugucken. Würde mich freuen und ich würde sagen, wir sehen uns hier beim nächsten Video. Haut rein, bis dann und ciao! We'll be right back.